hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Seid ihr überdurchschnittliche Lichtarbeiter? Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 26. Oktober 2022. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir sind immer daran interessiert, wie die Energien in jedem Moment auf euch wirken. Und wie ihr wisst, gibt es mehr Energien als je zuvor, die auf euch als Individuen, auf das menschliche Kollektiv und auf Mutter Erde einwirken. Ihr schwimmt die ganze Zeit in einem Meer von Energien und manchmal werden bestimmte Energien verstärkt, weil sie in diesem Moment für die Menschheit eine größere Bedeutung haben. Und wenn ihr als Kollektiv etwas erlebt, das euch betrifft, werden mehr Energien geschickt, um euch zu unterstützen. Stellt euch vor, wie ein Energieheiler arbeitet. Jemand kommt mit einem körperlichen oder emotionalen Leiden zu ihm und der Energieheiler zapft die Energien an, die dem Menschen, der zu ihm gekommen ist, am besten helfen können. Der Mensch mit den Beschwerden ist derjenige, der die Energien herbeigerufen hat, aber er war nicht in der Lage, diese Energien selbst zu empfangen. Der Heiler ist also dazu aufgerufen, als Vermittler zu fungieren. Das ist es, was ihr alle für die Menschheit, für euch selbst und für Mutter Erde tut. Ihr seid die Kanäle für all die Energien, die herbeigerufen wurden, weil ihr offen und sensibel seid und euch genug um euch selbst kümmert, um diese Energien durch eure physischen Körper fließen zu lassen. Das kann für den durchschnittlichen Lichtarbeiter sehr anstrengend sein und deshalb werdet ihr ständig aufgefordert, ein überdurchschnittlich guter Lichtarbeiter zu sein. Ihr müsst euch um euch selbst kümmern, indem ihr euch hydriert und eure negativen Emotionen und Gedanken loswerdet. Ihr müsst euch ausruhen, meditieren und Zeit in der Natur verbringen. Ihr müsst euch um eure Beziehungen kümmern und euch gesund ernähren. Und wenn ihr all das tut, werdet ihr gesünder sein. Und wenn ihr diese Energien durch euren Körper fließen lasst, habt ihr auch mehr zum Spielen. Ihr könnt die Reise genießen, die jeder auf der Erde in die fünfte Dimension unternimmt, und einen Vorgeschmack auf das bekommen, was ihr am Ende des Wandels erleben werdet. Wenn ihr diese Nachricht erhaltet, dann seid ihr Lichtarbeiter und ihr seid dazu aufgerufen, überdurchschnittlich gut zu sein. Es muss nicht komplizierter sein als das. Kümmert euch um euch selbst und seid die Kanäle für die Energien höherer Frequenzen, die in euch einströmen und überall um euch herum sind, und ihr werdet ein glückliches und gesundes Leben führen. Ihr werdet auch allen anderen auf der Erde einen Dienst erweisen, ob sie es nun wissen oder nicht. Und auch wenn ihr vielleicht keine Preise dafür gewinnt, dass ihr Hochfrequenzenergien weiterleitet, werdet ihr diese Energien als Erste spüren und erkennen, was für die Menschheit auf der physischen Ebene geschaffen wird. Denn wie wir schon sagten, sind die Energien nur ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Macht euch also keine Sorgen darüber, in welche Zukunft ihr gehen werdet. Vertraut darauf, dass ihr euch auf einer Aufstiegsreise befindet und dass sich der gesamte Planet Erde in einer Aufwärtsspirale befindet. Und wisst, dass es einen Plan gibt, nach dem sich alles zum Guten wendet. Ihr seid ein wichtiger Bestandteil dieses Plans. Erinnert euch daran und ehrt euch selbst als die überdurchschnittlichen Lichtarbeiter, die ihr wirklich seid. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape.
Vielen Dank für deinen Energieausgleich.